Läuft. Und Action. Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zur neuen Folge von Hans Cook and Grill. Was machen wir heute? Heute machen wir Fingerfood mit einem Rehrücken und mit Rehfilets. Das könnt ihr hier sehen. Wir haben hier ein paar wunderschöne Rehfilets und das Gericht hat überhaupt keinen Namen. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen inspirieren lassen und so im Prozess quasi leckeres Fingerfood machen. Und das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ja, was habe ich mitgebracht? Einmal Rehrücken, wir haben ein bisschen Koriander, Basilikum, eine reife Avocado, natürlich hier eine Bio-Avocado, also was Ordentliches. Dann eine Limette, so ein Tomatenmix, ein paar Kresse-Sprossen bzw. Rettichsprossen. Dann haben wir Chili, wir haben ein bisschen Radicchio, ein bisschen Chicorée, ja, und Frischkäse, Öl, Salz, Pfeffer und so ein Baguettebrot, so ein rustikales. Und da werden wir jetzt gleich so in verschiedenen Geschmacksrichtungen ein bisschen Fingerfood vom Rehrücken machen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Videodreh, da geht auch mal was schief. Mir ist Folgendes passiert, das Mikrokabel, das war nicht richtig eingestöpselt und deswegen war die Tonqualität von einigen Clips nicht ausreichend. Ich habe mich deshalb entschieden, euch das so auf diesem Weg zu präsentieren. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch zeigen, wie einfach es ist, leckeres Fingerfood ganz kreativ mit Wildfleisch herzustellen. Und der Belag spielt an dieser Stelle gar keine Rolle, den könnt ihr austauschen und da nehmen, was euch schmeckt. Probiert das einfach mal aus, es sieht super aus, ist eine super Vorspeise. Und ja, für jedes Grill-Event eine tolle Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben und vielleicht so ein Abo. Macht's gut und Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.